Okay, so it's Wednesday, the 3rd of August, and we are T-6 till time in, so we're pretty excited. Everything's almost ready to roll, and things are running kind of smoothly. Okay, so what have you guys gotten done up to this point? A lot. A lot already on the field, power is on the field, water is on the field, showers, toilets are on the field. Es gibt im Grunde genommen über auf dem Gelände Toiletten und auch Duschen. Unsere Elektronik, also unsere ganzen Kabel, als auch unsere Wasserrohre, die ganze Infrastruktur steht auch schon vom Team. In den ersten Tagen waren das 50 Leute in dem Dreh, also es ging los mit 5, dann ging es bis 50 hoch und dann kam noch mal ein ganzer Schwung hinterher in 2 Tagen. Wir haben alle unsere Großlogistikzelte im Moment stehen. Wir haben ganze 5 Radlader, die da eigentlich den ganzen Tag unterwegs sind. Auch unser HQ, das ist meistens das Erste, was steht. Von da aus kriegen wir den ganzen Funk mit. Der wird von da aus geleitet, als auch unsere Wetterdurchsagen zum Beispiel. Alles Wichtige, was auch mit Presse oder VIPs zu tun hat. Und natürlich haben wir auch das Jahr über 100 Funkgeräte, das heißt große Teile des Teams sind vernetzt und das muss auch eingerichtet werden. Unsere allgemeine Infrastruktur steht, unsere Teaminfrastruktur steht zu großen Teilen. Fast alle unsere Zelte sind aufgebaut, aber dennoch gibt es noch eine Menge zu tun. Yeah, so we're pretty excited to start the show tonight and hopefully we will have everything done till then, but it's still a long way to go.